Willkommen zurück in San Fierro und hinten wird schon wieder gefahren, wie bei den Henkern. Ist hier irgendwie ein Heli unterwegs? Tatsächlich. Verrückt. Ja, wir sind wieder... Alter, was ist denn hier los? Wir sind wieder in San Andreas unterwegs und wir sehen, Woozy wohnt gleich um die Ecke von unserem neuen Domizil. Und genau bei dem wollen wir doch jetzt mal vorbeischauen, würde ich vorschlagen. Was ist denn hier los? Wir haben doch alle ein Rad ab irgendwie. Möchten Sie vielleicht vorbeifahren? Wie wäre es damit? Ich glaube, der hat es auf mich abgesehen. Hast du sie noch alle? Wir steigen mal aus und versuchen uns nicht über den Haufen fahren zu lassen. Mal sehen, ob wir es schaffen. Statt mir einfach die Mission, dann sollte er ja weg sein. Mountain Cloud Boys. We're closed, Puckeye. Easy, man. I'm here to see Woozy. Oh. Upstairs. Stupid ass motherfucker. Come on, bro. Go. You can do it. I'm Johnson. I'm here to see Woozy. I work with him. Yes, right this way. You know of the boss's curse? Curse? Nah. He's blind. Blind? But we was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for him? We call him our lucky mole. I keep that in mind. Good. Woozy! Hello, Carl. Hey, what's happening, Woozy? You know, how you doing? Straight to the facts. I can't use your help unless I'm open with you about who I am and what I do. Let me reintroduce myself. I am the boss of the Mountain Plowboys. Nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? As Daidailo of the Triad, it is my responsibility to see that disputes are settled without damaging important business. Where I come in at? We shall see. I'm about to drop in on a local triad that failed to show face at the last Tong meeting. Come with me, and you'll see how we triads settle things without recourse to unnecessary violence. All right, I'll ride with you. Spannende Messerchen da im Hintergrund. Ja, wer hätte das gedacht? Woozy ist blind. Alter, was zur Hölle? Der fährt ja hier immer noch rum. Das war ein sehr schnelles Ende unserer Mission. Okay, der Typ läuft irgendwie völlig amok offenbar. Hat er es dann jetzt mal aufgegeben? Nein, offenbar nicht. Nehmen wir mal die Muni hier. Habe ich die jetzt? Keine Ahnung. Wo ist denn der? Jetzt muss ich mal kurz schauen. Was geht denn mit dem ab, mit dem Kerl? Das ist vor allen Dingen auch noch einer von der Triade. Das heißt, er hat gerade seinen eigenen Chef über den Haufen gefahren. Hilfe! Der hat's auf die Karre abgesehen, nicht auf mich, wie es scheint, oder? Ich muss zugeben, ich bin geringfügig verwirrt, was diesen Kerl angeht. Wow, ich habe sogar noch meinen Raketenwerfer. Also wir sind eigentlich relativ gut munitioniert. Ich glaube, ich lasse ihn noch kurz ein bisschen weiter wüten, genau bis er seine Karre dann endgültig in Brand gesetzt hat. Bye bye. So, das hat er sich auch irgendwie verdient. Wir können mal kurz schauen, ob er vielleicht ein bisschen Muni bei sich hatte. Wo ist denn der eigentlich? Da hinten. Nö. Gut, und dann können wir jetzt die Mission nochmal starten, ohne dass Woozy sofort überfahren wird. Mountain Cloud Boys versucht Nummer 2. We'll need a ride. Mine's getting some bodywork done to it. Okay. Don't trip. The Blood Feather Triad have a storehouse around the block. We shall see what excuses they have to offer. So, nehmen wir uns doch gleich mal hier in den Triadenkarre. Und das ist direkt neben meinem Haus, oder? Ich glaube schon. So what's all this talk of business? Some small-time Vietnamese gangs have been making trouble lately. We're not sure why they're gaining any courage now, but
I'm nervous about the situation. How do I fit in all of this? You're an outsider. Schon fertig? Gut. Ja, war ja sehr überraschend. Wusste ich's blind. Wer hätte das nur gedacht? Wie er das Rennen gefahren hat, keine Ahnung, aber man hat es ihm doch schon so geringfügig angemerkt in den Szenen mit ihm. Und das Schöne ist, in dieser Mission würde er es ganz leicht überspielen, dass er blind ist, und wir werden es gar nicht mitkriegen. This is a place. Come on, it's this way. So, halte dich dicht bei Woozy. Und dann schauen wir uns die Now, where's that loose cobble? Ecke mal hey, an what hier. The hell are you doing? Just checking the, you know, just shut up, Carl. This way. Hey, what's with all these people? Where they going? Something isn't right here. We should be careful. Follow me. Immer gut, wenn alle weglaufen, rennen wir rein. Das wird schon so passen. Da ist eine Wand. What's wrong? You lost? Need a hand? No, no. I was just, you know, getting the feel of the place. Stick close. Ich weiß gar nicht, ob er am Ende irgendwann mal zugibt, dass er blind ist, aber er hält es, glaube ich, ziemlich lang. Naja, geheim kann man ja nicht sagen. Ah, we're here. This way. Strange, this gate is usually locked. Stick close. Das klingt nicht gut. Oh, man. Woozy. What's got you so spooked? Oh, sorry. Didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out? Die low. Forgive me. I was too scared to fight, so I hid. Enough. What happened here? Vietnamese surprised us. Cut us all down. Shit! Here they come again! Yay! Na dann, auf zum nächsten Kampf. The triads must have vengeance. Surprise, I gotta go. So, dann machen wir das doch gleich mal hier im Hocken. Mal sehen, ob ich den noch krieg. Nein. Schade. Die Muni sammle ich auf jeden Fall mal ein. So, sind es noch zwei? Wo ist denn der eine hier? Ah. Woozy, das ist unpraktisch. So, wunderbar. Kurz die Muni eingesammelt. Schnell wieder hier dahinter. So. Zwei mit einem Streich. Ach nee, der eine ist gar nicht tot. Siehst du mal, machen wir das nochmal. Und Woozy, bleib wo du bist. So, das hätten wir. Haben wir noch ein bisschen Muni für mich zufälligerweise? Nicht so, das ist sehr schade. Oh, ho, 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 ho. So viel zum Thema, das hätten wir. Okay, ich glaube, da Woozy gerade nicht so drauf steht, in Deckung zu gehen, sollten wir... Ah, Woozy! Sollten wir möglichst schnell töten. Jo, erledigt. Woozy, kriegst du es hin? Ich weiß es nicht, aber... Naja, wir haben sie. Ha! Der lebt ja noch. So, zumindest poetisch kann er werden. Zumindest die kämpferische Poesie passt dabei. So, lass Woozy die angreifenden Autos zerstören. Wir haben da irgendwie einen Platten, glaube ich. Woozy, kriegst du das hin? Ich bin mir da nicht sicher, ehrlich gesagt. So, komm, schieß, schieß, Woozy, schieß. Woozy? So, machen wir das nochmal von der Seite. Ja, immer drauf, immer drauf, immer feste. Wunderbar, jetzt müssen wir bloß noch ein bisschen Abstand gewinnen. Ich komme nicht aus der Ecke weg. Thank you, Carl. You saved me from having to kill them all myself. Ja, natürlich. Wache Woozy zurück, die hättest du bestimmt alle allein hingekriegt. Das hätte jetzt auch schief gehen können, dadurch, dass ich in die Ecke eingezwängt worden war, aber hat ja noch gepasst.
Tja, Woozy, ich glaube, gegen die Vietnamesen solltest du etwas unternehmen. Hier, a token of the Tong's appreciation for what you did today. Die Anerkennung lasse ich mir gefallen. $5,000 für uns. Und da wir nicht allzu sehr angetitscht sind, würde ich sagen, machen wir doch einfach gleich weiter. Run for Ali. Hey, Woozy, my man. What's going down? Hey, CJ. Let me introduce you to Shuk Fu, Ram Pha Lee. He heads the Red Gecko Tong on the West Coast. How you doing? Ah Ah Kung has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Blood Feather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. He is Triad? A mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Okay. Thanks for your support. Hol das Auto aus der Flughafen-Tiefgarage ab. Ran verliert eine sehr sympathische Art zu kommunizieren, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. So. Okay, ich muss noch kurz schauen, wie sieht's munitionstechnisch aus? Naja, sollte aber gehen. Ich brauche ein bisschen was bei der Mission, das weiß ich noch. Wobei, theoretischerweise braucht man nicht unbedingt was an Munition, aber es wäre schon nicht schlecht. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Wie fahren wir denn am besten? Ich glaube, wir fahren mal... Ne, wir müssen hier lang. Stimmt, schön an der Werkstatt vorbei. Wir könnten natürlich erst runter an die Docks und dann die Straße lang machen, aber nö. Nehmen wir doch die Panoramaroute direkt an unserer schönen Baustelle vorbei. So. Einmal nach unten. Oh, das tut mir aber leid. Bin ich voll in den Mexikaner reingefahren. Na sowas. So. Flughafen ist nicht weit, den kennen wir ja schon. Diesmal aber geht es für uns nicht aufs Rollfeld, sondern nur in die Tiefgarage direkt davor. Hey, ich habe ja den Stern, wo ist der denn hergekommen? Naja, kann ich mit leben, das ist in Ordnung. Da, wo wir hinfahren, ist eh nichts weiter an Bullen unterwegs, von daher passt schon. So, müssen wir hier rein? Ne, ich glaube, wir müssen hier nicht rein, ne? Wir müssen, glaube ich, drumherum. Stecke ich fest oder was ist los? Hallo? Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Naja. Wo ist denn hier? Ja, genau. Wir müssen doch einfach nur drumherum fahren. Und dann schauen wir mal, wo wir das Auto finden, das wir hier rausholen sollen. So, ich glaube, ich hätte hier links gemusst. Oder geht's hier noch? Ja, geht auch hier. Passt sogar viel besser. Okay, dieses Auto soll es also sein. Na dann. Das ist ein Hinterhalt. Die Da Nang Boys bewachen die Ausgänge. It's a trap! Bring das Auto in die Garage. Ja, wer hätte das nur gedacht? Es ist ein Hinterhalt. Und wir müssen schauen, dass wir hier irgendwie einen Weg nach draußen finden. Aber das sollte machbar sein. Da vorne ist auch schon der Ausgang. Wir können uns aber vorstellen, dass wir auch geringfügig verfolgt werden. Guten Tag, der Herr. Du aber auch nicht mehr. So, nehmen wir uns den linken. Tschüss. Bis die Tage.
Ja, theoretischerweise könnte man auch mit ein bisschen Feuerkraft das Ganze noch unterstützen. Aber geht eigentlich auch so. Es reicht eigentlich, wenn man hier entschlossen drauf zuhält. Gut, mit denen müssen wir jetzt mal schauen, mit den kleinen. Achso, ich sollte ja vielleicht nicht gerade ins Meer fahren. So, ach natürlich, der bleibt drauf auf dem Motorrad, alles klar. So, mit denen müssen wir mal schauen hier drüben. Ob die nicht vielleicht ein bisschen uns zur Last fallen könnten, aber... Oh shit, jetzt haben sie uns auch noch den Reifen zerschossen, na klasse. So, den wichtigsten haben wir schon mal weg. Der auf dem Motorrad ist ja relativ egal dabei. Der entsorgt sich auch gerade selbst, merke ich gerade. So, jetzt müssen wir bloß schauen, jetzt haben wir auch noch die Polizei am Hals und einen zerschossenen Reifen. Das ist nicht die beste Kombination. Wobei, die Reifen sehen eigentlich alle relativ ganz aus. Ich hatte aber gerade irgendwie das Gefühl, dass mir einer zerschossen wurde. Naja. Einfach nicht irritieren lassen. Wir fahren mal hinter ihm lang. Der andere Motorradfahrer kriegt es ja zum Glück überhaupt nicht auf die Reihe, so wie es aussieht. Machen wir das Spielchen jetzt noch ein paar Mal oder... Keine Ahnung. Oh, sieh mal an, ein neuer Mitspieler. Oh, das ist ein Auto. Gut, das Auto sollte ich vielleicht nicht frontal rammen, das muss nicht unbedingt sein. Ja, wir sollten uns beeilen. Wir sehen, es werden immer mehr rote Dreiecke. Ho! Arschloch! So, jetzt aber husch! Okay, der Wichtigste ist weg. Um die Autos kann ich mich nicht wirklich kümmern. Also die muss ich jetzt einfach mal hinnehmen, so wie sie sind. Oh, Alter! Okay. Die sind ein bisschen nervig, muss ich schon zugeben. So, da vorne ist aber schon das Ziel, das sollte noch reichen. So schlimm sieht es ja mit dem Schaden nicht aus. Geschafft. Wunderbar, $6000 für uns. Und wir haben Woozy einen weiteren Gefallen getan. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal ganz kurz bei Pizza Stack ein bisschen essen, oder? Damit wir unser Leben wieder ein bisschen voll machen können. Das kann, glaube ich, nicht schaden. I've been divorced 8 times. What would you like, sir? Wie wär's denn mit einer vollen Lutsche? War das ja überhaupt bei Pizza Stack? Ich glaube schon, ne? Schauen wir mal. Ja, die volle Lutsche für uns. Und das reicht dann auch schon. Ich wollte nur mein Leben wieder voll machen. CJ soll ja nicht unnötig Speck ansetzen. Und dann können wir uns auch wieder direkt zu Woozy hinbegeben und mit der nächsten... Was geht denn mit dem ab? Mit der nächsten Mission weitermachen. Irgendwie ist der Verkehr hier in San Andreas total verkorkst, habe ich das Gefühl. So ein Auto wäre nicht schlecht. Be intelligent. Don't make a big deal out of this. Genau, raus mit dir.